So, dann herzlich willkommen zur Sondersendung, sage ich mal so. Die Märkte konnten sich ja so erholen, wie teilweise gedacht. Teilweise war ja heute früh noch gegen 6 Uhr, was ich dann eben auch im Video schon im Vormittagsvideo erwähnt habe. Ist noch nicht absehbar, dass diese Erholung jetzt so eintritt, dass demnächst eine Erholung eintritt, war relativ klar, doch von welchem Niveau aus. War eher für mich jedenfalls nicht klar, deswegen war auch der 3-Stufen-Trade so geplant, damit man nicht im Endeffekt den Kursen hinterher schaut, aber auch nicht unbedingt das Tief natürlich erwischt. So, was ist jetzt heute passiert? Im DAX-Video heute früh wurde im Stundenchart, beziehungsweise die Marke war auch schon länger dann eben eingezeichnet, ja, die 9110 eben erwähnt bis 20 und da lief eben der EMA 38 vorbei und dort hier gegen 11 Uhr wurde auch dann die Position wirklich nahe dem Hoch im Stream öffentlich zeitnah, waren sogar nach einem kurz noch ein höheres Hoch möglich, verkauft, hier wieder dann etwa bei 59 dann eingestiegen. Und jetzt hier noch nicht verkauft, denn bis dahin war eben auch wieder möglich, dass er natürlich nach oben ausbricht. Jetzt ist ein bisschen die Situation anders natürlich. Hier gibt es jetzt eine negative, ja, die Stunde ist eben gleich rum. Wir haben jetzt 17 Uhr, das müsste ja die 17 Uhr Kerze sein. Ja, jetzt ist sie gerade um und sieht natürlich jetzt nicht so prickelnd aus. Ja, hier ein Hammer, ein Doji und jetzt hier ein Inverten. Ein Shooting Star. Jetzt ist eben wichtig, dass dieses Level von 9000, ja, 40, 50, beziehungsweise hier 6, 36 hält. Was genauso unglücklich aussieht jetzt, das ist jetzt hier der Nasdaq 100 Index, der läuft jetzt eben 15 Minuten zeitverzögert, aber ich wollte hier direkt die Nasdaq halt haben. Wurde kurzfristig eben auch im Stundenchart der EMA 38 angelaufen und eben temporär eben auch den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen. Aber eben auch hier gibt es eine Shootingkerze, die jetzt nicht so prickelnd aussieht. Davor wurde eben hier das Gap geschlossen, aber auch hier ist wieder eins eröffnet worden. Also hier ist eben 50-50. Was natürlich positiv stimmt, sind, ja, im Prinzip schon die Setups hier von den Einzelwerten, die ich auch frühzeitig vorgestellt habe. Eine Amazon konnte heute sich positiv entwickeln. Eine Alphabet-Aktie wieder an das Level von 700 Dollar anditschen. Zwar nicht ganz die 720, was im optimalen Fall möglich gewesen wäre. Der Einstieg war hier mit 675 klar definiert gewesen. Und auch, ja, eine Netflix, die war jetzt nicht ganz speziell hier mehr, die lief schon vorher, einen Tag vorher los, bevor die anderen Werte ein Reversal hingelegt haben. Da wurde eben, ja, im Wochenchart die Marke leicht unterschritten, nicht exakt, letzte Woche exakt getroffen, dann leicht unterschritten, dabei möglich, dass sie eben auf 76 Dollar fällt und dann eine Erholung macht. Hier war es im eher dazwischen hat er dann die Erholung gestartet. Deswegen wahrscheinlich auch so im Prinzip brachial, weil doch dann auf einem Level, was nicht ganz eindeutig war. So, die Lage ist eben da. Die Marktteilnehmer müssen jetzt die Stundenkerze wieder rausnehmen, die negative. Schauen wir mal drauf. Ja, steht hier bei 49. Sonst könnte es im Prinzip erst einmal mit dieser Aufwärtsbewegung, könnte die Aufwärtsbewegung zu Ende sein. Hier kann man jetzt eine Fibonacci anlegen und sollte eben dann spätestens der Index bei 8, 9, 50 rund. Ja, hier kann man auch bei dem letzten Hoch bzw. ein Stück höher, also wenn er jetzt hier bei 8, 9, 70, 75 etwa dreht, dann würde ich definitiv eben noch einen zweiten Bewegungsarm bis 9
3 sehen und auch wollen. Ja. Denn die einzelnen Setups, also gerade das Wochenchart, sind eben, ja, wie jetzt habe ich ja vorher im Video schon erwähnt, eine Bayer. Wenn jetzt die Woche rum wäre, gibt es eigentlich schöne Wochenkerzen. Ja. Das war jetzt ein kurzes Update. Also die Lage ist jetzt kurzfristig, ja, liegt jetzt eher wieder bei den Bären, aber auf Tagesbasis, beziehungsweise einfach Erholungsmöglichkeiten sind noch da. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann heute Abend wieder.